Herzlich willkommen zurück bei F1 2011 und mit dem großen Preis von Montreal hier aus Kanada. Ey! Und wir sollen Erster werden. Und da fackel ich gar nicht lang rum, da geht's voll auf die Strecke. Flying Lap. Denn Kanada ist die Strecke wie eine zweite Heimat. Da habe ich ja letztes Jahr schon sehr viel gepunktet. Da war es ein Regenrennen. Da wurde ich Erster mit meinem Force India. So, Wall of Champions. Müsste ich auch nochmal reinkrachen. Krachen. Nicht klachen, sondern krachen. So, dann schauen wir mal, ob ein Schuss reicht. Wahrscheinlich nicht, weil hier kommt Verkehr. Na, fahr doch mal weg. Nee, da brauche ich noch einen Schuss. Ferrari. Ach, was ich ja total vergessen habe zu erwähnen, ich habe euch in Monaco schon unten in die Beschreibung den Link zu diesem Mod, den ich benutze, reingepackt, also den Download-Link. Das habe ich total vergessen zu erwähnen, also wer die Kamera will oder sonstige Sachen aus dem Mod, unten in der Beschreibung ist der Link. Wobei ich euch da schon warnen kann, denn die Seite ist in Spanisch. Ich glaube, das Spanisch war ja. Also, glaube ich, braucht ihr Übersetzerprogramm. Google Translation funktioniert ja ganz gut. Aber wer schon mal einen Mod installiert hat zu F1 2011, der kennt sich da sofort aus. Dem braucht da keine Übersetzung, der macht es auf in Spanisch. So wie ich. Ich hab's in Spanisch gemacht. Okay. So. Boah! Du kranker kleiner Sack, was war denn das jetzt? Krass. Zieht der einfach raus und bremst. Ich hätte verletzt werden können, ja? So, die Runde wird auch nichts. Hoppala. We're dropping down the order. You're currently in third. Nur noch Dritte im Moment, aber das ändert sich jetzt gleich. Ganz bestimmt ändert sich das. So, diese Saison wird Kanada ein Trockenrennen. Habe ich im Wetterbericht schon gesehen. Diesmal keine Nässe, kein gar nichts. Von dem her könnte das interessant werden. Siebte im Moment. Und wir fahren eine 1.11.470. 17.000stel schneller aus Petrov.
Und ich hoffe, dass das schon reicht für den ersten Platz. There's currently a lot of cars out on track. We might need to wait for a gap. Schauen wir doch mal. Massa fast 3 Zehntel hinter mir, Webber 5 Zehntel. Wo ist denn Hamilton? Der ist nur auf der 6 im Moment. Schumacher auf der 8. Ferrari ganz schlecht, Alonso nur auf der 10, Massa auf der 3. Vettel nur auf der 7. Dafür ist Petrov immens stark in dieser Saison. Auf Platz 2. Allgemein die kleinen Teams. Vettel jetzt auf der 3 und ich bin auf der Pole. Great session, you're in pole. Absolutely fantastic, fantastic drive.